Hallo und herzlich willkommen zurück zu Europa Universalis 4 mit Italien und Österreich, mit mir, Gaius Julius Caesar, und mit Game Allianz. Grüß dich. Hallo. So, wir hatten ein paar kleinere Internetprobleme. Wir wollen mal schauen, wie das jetzt ausschaut, wie das Ganze läuft. Hoffen mal einigermaßen. Also ich weiß, wie es bei mir ausschaut. Ich habe auf jeden Fall Glück. Hoffen wir mal. Die Sekunde, wo es läuft, Goldfieber. Oh, Goldfieber, ja, wow. Das nenne ich mal Glück. Wir machen jetzt erstmal keine Staatsehe mit Spanien. Wenn ihr Herrscher älter wird, dann vielleicht. Ich muss erstmal hier gucken. Oh, Russland kündigt die Allianz nicht mehr auf. Halleluja. Halle, verdammt nochmal, Julia. Glück gehabt. Ja. So, jetzt werde ich hier 14 Mann mal abspalten. Aus zwei Diplomaten anders. So, diese. Hä, wieso sind die auch hier? Die sollten gar nicht hier sein. Das sind ja fast schon wieder hier alte Laptop-Zeiten, habe ich das Gefühl. Es läuft auf jeden Fall nicht so schön wie sonst mit dem neuen Computer. Das liegt anscheinend wirklich gerade an einem kleinen Internet-Tief, was ich hier habe. Internet-Tief. Ist wie mit dem Druckausgleich, ne? 8, 9, 10, 11, 12. Ich muss jetzt ernsthaft 16-fach meine Armee hier umherschiffen. Oh Mann, ja, viel Spaß. Das wird lang. Naja, immerhin habe ich gerade nichts zu tun. Außer Polen im Krieg zugucken. Wie sie hier mit 44,4000 Mann in Azov rumstehen. Ich habe die Überdehnung verringert, juhu. So, irgendwas wollte ich noch machen. Baut. Oh, errichtet eine Kolonie in der Karibik. Ach ja. Wie soll ich denn bitte in der Karibik? Ach so, da gibt's noch eine Insel oder was? Ich habe zu viele diplomatische Beziehungen. Ist das hier noch die Karibik? Aufkündigen. Das muss ich mir mal genauer anschauen kurz. Kannst du auch auf den Kartenmodus gucken? Ja, mache ich ja gerade. Ja, das hier ist noch die Karibik. Ja, wollen wir uns das holen? Wie viele Diplomaten? Ich habe nur einen Diplomaten. Oh mein Gott. Die Bahamas könnten wir uns holen, Leute. Du meinst einen Kolonisten? Nein, ich meine die Bahamas. Den Kolonisten will ich mir auch noch holen, ja. Du hast aber gerade gesagt, ich habe nur noch einen Diplomaten. Oh, dann meine ich einen Kolonisten, ja. Meine Mission ist es ja derzeit, Portugal aus der Kurie zu verdrängen. So, wir machen das mal später. Jetzt müsste ich mich mal kurz. Oh, 35%. Oh Gott. Schaffe ich das noch rechtzeitig? Wahrscheinlich nicht. Die werden wahrscheinlich Graubünden bekommen und ich werde wahrscheinlich hier voll verlieren mit 2000 Mann weniger, die ich habe. Oh, kommt schon. Bitte, bitte, Festung. Halte, halte, halte. Nicht fallen, nicht fallen. Nicht. Nein, es ist gefallen. Ah, wieso habe ich kein Glück? Hör doch einfach auf die Schweizer. Die wollen doch nur ihr Land befreien. Niemals. Niemals dürfen die Schweizer frei werden. Das Problem ist, jetzt bekomme ich wahrscheinlich einen Malus, wenn ich darüber gehe, oder? Ja. Mhm. Dann bleiben wir erstmal im Wald stecken. Dann müssen sie nämlich nach Wald stecken. Unterstützen. Ja, okay, meine Hauptarmee steht schon mal hier bereit. Da muss ich aber mal ein paar Männer noch abspalten. So, einen Teil der Armee hätte ich schon mal. Dann muss ich erstmal wieder richtig aufspalten. Die Sache mit Spanien hat sich übrigens erledigt. Die haben einen Nachfolger. Ja, war mir klar, deswegen habe ich sogar die Isabel. Ich krieg gleich Cesar. Oh, eine Nachfolgerin so.
Einigung mit den Eingeborenen in dem Delaware. Die verlieren Aggressivität. Schön. Delaware. Delaware, jawohl. Ah, jetzt laufen sie zu mir und jetzt bekommen sie den Überquerungsmalus. So Leute, so macht man das. Die Rebellen in eine Falle schicken nach Waldstätten. Schau mal, sie hatten minus 3 Überquerungsmalus. Wegen Gelände und Überquerung. Boah, ich mach die richtig fertig. Sehr schön. Jetzt kann ich auch Graubünden zurückerobern. Oh, er gewinnt mal eine Schlacht mit Nabur. Wo? In Nabur? Nein, er gewinnt mal eine Schlacht mit Bravour. Ach, mit Bravour, ja. Ja, die Verbindung ist nicht die beste. Ich schätze mal, die Zuschauer hören das auch. Deswegen werden wir die Folge, denke ich, nicht so lang machen. Und dann werde ich mal schauen, ob ich die Probleme wieder einigermaßen in den Griff bekomme. Was ist denn eigentlich mit den Dänen? Die bekommen ihre Probleme nicht in den Griff. 30.000 katholische Fanatiker, 15.000 Thronanwärter, 15.000 katholische Fanatiker. Die sind umringt von Rebellen in ihrem Land. Was bringt mir das Bündnis noch mit ihnen? Nichts. Vergiss nicht die dänischen Bauern da oben. Ach, die gibt's auch noch. Die sind aber nur besetzt, oder? Die haben keine Armee mehr, die dänischen Bauern. Die Engländer haben Neufundland gegründet. Warte mal, schauen wir uns mal kurz die diplomatischen Beziehungen an. Ach, wir haben eine Staatssee mit denen, verdammt. Ja, gut. Da kann man erstmal nichts machen. So, in Avignon haben wir uns... Ja, gut, hier. Apropos, wie lang ist der Waffenstillstand mit den Osmanen? 1626, 13 Jahre. Ich werde mal schauen, ob in 2 Jahren die Spanier an meiner Seite dabei sind, wenn wir gegen Frankreich gehen. Wir? Ja, wir. Okay. Schön, dass ich davon so früh erfahre. Ja, es dauert ja noch ein bisschen. Viele Jahre. Nein! Die meisten von den Ländern, die man in Frankreich freilassen kann, haben ihre Ansprüche verloren. Oh. Und, das ist doch das perfekte Ziel, bevor wir wieder auf den Osmanen gehen, weil das dauert ja bis 1626, bis da dein Waffenstillstand aufgehoben ist. Also sehr lang, ja. Weil der Krieg so lange ging, deswegen lohnt sich doch Frankreich als schönes Ziel. Ich meine, du kannst dir noch kaum... Der Krieg gegen den Osmanen hat übrigens, da habe ich mal nachgeschaut, über also fast 10 Jahre gedauert. Oh ja, ja, das sieht man jetzt durch den Waffenstillstand. Du kannst dir ja dann Cambrai holen, Cambrai. Dann hast Cambrai. Du Cambrai, dann hast du schönere Grenzen, wenn ja. Das dir wichtig ist. Ja. Und wenn du ganz, ganz schöne Grenzen haben möchtest, dann könntest du dir Vermandois, ich kann es nicht aussprechen, und die Champagne holen. Und Lothringen. Dann hast du schöne Grenzen. Ich will nicht bis vor die Tore von Paris gehen. Ja, musst du ja nicht. Solange ich lass lieber die Bretagne frei. So, süddeutsche Orgeltradition. Prestige. Wie schaut's mit dem... Oh ja. Das brauche ich. Kostet mich zwar 7.000, aber es kann mir wurscht sein. Ich habe 6.100. Ja, ich verliere halt jetzt Armee-Tradition, aber ich glaube, so viel würden meine Festungen mir da auch nicht bringen, deswegen... Hatten wir in der Statistik eigentlich auch... Hier, Einnahmevergleich. Ne, ich habe die höchsten Einnahmen. Das freut mich für dich. So, hier die gibt's zweithöchsten haben die Zapotheken. Die Zapotheken, was? Haben die sich so ausgebreitet? Warte mal, das müssen wir uns mal anschauen. Die Zapotheken? Hä, die Zapotheken haben 2 Provinzen, das kann doch gar nicht sein. Das steht aber hier. Wie viel Einnahmen haben die bitte? Hä, das ist unmöglich. Die haben 2 Provinzen. Was? Daneben ist das riesige... Also Besteuerung? Wieso stehen die denn direkt unter mir? Das verwirrt mich gerade auch. Die zweithöchsten hätten hier demnach Wu. Diese chinesische Nation Wu. Siehste. Oder hat hier noch jemand höhere? Oh ja, hier. Spanien. 67. Und hier Russland 58. Komisch. So, ich werde jetzt mal nach zu den Bahamas meine 3000 Mann schicken. Osmanisch-Karpatien. Aber wir können ja anscheinend durchgängig Geschwindigkeit 2. Ja, mach mal Geschwindigkeit 3. Mich würde mal interessieren, ob das hält.
Nein, Frankreich hat die Bourgogne aus dem Reich entfernt. Hey, wir haben Graubünden Wieso gehört das? gewonnen. Möchtest du mal Geschwindigkeit 3 ausprobieren, Game Allianz? Ach ja. Ja. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Boah. Das irgendwelchen. Na, es macht nicht wirklich Sinn, wenn ich jetzt Provinzen ins Reich hinzufüge. Ja, ich komme anscheinend nicht ganz hinterher, wie es ausschaut. Ja, okay, mach mal wieder Geschwindigkeit 2. Sonst ist es ein bisschen komisch. Wie viele Punkte hast du eigentlich? 1474. Ja, doppelt so viel. Wie viele Kolonien habe ich jetzt derzeit laufen? 2 Stück und dann noch den zu den Bahamas, dann habe ich 3. Ja, das passt. Ich will ja auch Geld machen und dann wieder ein paar Gebäude bauen. Ach, die lohnen sich alle gar nicht mehr. Schade. Ach nee, stimmt, ich wollte ja Universitäten bauen, die lohnen sich. Die sind aber leider sehr teuer. Tunesische Bauern, was? Was erlauben die sich? Da kommen sie einfach durch mein Sunnitische Land. Fanatiker, was erlauben die sich? Unterdrücken. Eure Religion ist Ketzerei. Montenegrische Nationalisten, noch besser. Wann kommt der jetzt an hier? 66 Tage, das dauert mir zu lang. Die Flotte wird mal hier in Sicherheit gebracht. Und ich muss wieder Manpower unbedingt aufbauen, bevor wir hier gegen Frankreich ziehen, sonst habe ich ein Problem. Vor allem muss ich auch Armee wieder aufbauen. Mein Armee-Limit ist 84 und ich habe derzeit 58 nur. Gibt es da vielleicht jemanden, der mir hilft? Oh ja, Was soll ich Regiment. da sagen? Ah, Mein ist zu teuer. Armee-Limit ist 144, ich habe 110. Oh, du Armer. Muss ich auch mal aufstocken. Ich glaube, ich nehme den Disziplin. Hatte ich nicht mal. Ich hatte doch mal eine afrikanische Armee. Ach so, stimmt ja, die wurde ja von dem Osmanen vernichtet. Ja, ich muss bei den diplomatischen Ideen noch ein bisschen hinterherkommen. Naja, wir könnten Staaten begründen. Tja, lohnt sich das hier direkt Staaten zu machen? Was ist denn hier möglich? Savoyen, Provence. Machen wir doch mal die Provence hier. Ich gründe die Staaten einfach immer willkürlich. Was ist denn jetzt passiert? Nein! Nein! Das ist ja unfair. Die Spanier sind uns zuvorgekommen in den Bahamas. Das gibt's doch gar nicht. Wir haben schon unseren Kolonisten hingeschickt. Oder wie, oder was? Hä? Nee. Hä, nee, passt doch. Hä, was habe ich jetzt. Och nö. Wieso wurde jetzt die Mission abgebrochen? Wir haben doch jetzt halt hier eine Kolonie gegründet. Hä? Das ist jetzt. Okay, egal. Wollen wir nicht weiter. Oh, was? Jetzt soll ich eine Präsenz in Kanada auch noch aufbauen? Ja, italienisches Weltreich und so. Ja, wenn mir die Mission gegeben wird, dann muss die Mission eben angenommen werden. Toll, aber wieso habe ich jetzt. Oh. Egal. Könntest ja mal Krieg gegen einen Indianerstamm führen. Ja, mit 3000 Söldnern, stimmt eigentlich. Die würde ich dir sogar finanzieren. Verbindet mit den Huronen. Ich habe halt keine Kriegsgründe, ich müsste erstmal Ansprüche fingieren. Kann ich ja hier machen. Bei denen kannst du auch eigentlich ohne Kriegsgrund reingehen. Hä, das kostet mich Stabilität und alles. Achso, stimmt ja. Nee, aggressive Expansion meine ich. Und Kriegsmüdigkeit. Ach, meine Flotte habe ich hier ganz vergessen. Wo bleiben eigentlich die Rebellen? 90% und 80%. Das sollte eigentlich jederzeit jetzt ausbrechen. Ich werde sie nicht bekämpfen. Nein, Quatsch, die doch nicht. Sind die Schiffe eigentlich? Nö, die Schiffe sind nicht mal veraltet. So. Wie schaut's denn mit meinem Schifflimit aus? Alter, mein Schifflimit ist 42. Das ist gar nicht gut. Okay. Jetzt muss ich mal kurz Ich schauen. brauche hier Kanada. irgendwas Maritimes. Kolonialhandelsregion. Das ist alles Kanada. Oh mein Gott, das ist ja. Das geht ja bis hier runter. Dann holen Ja, wir. Kanada ist groß.
Ich überlege gerade, was die beste Provinz ist, die sich hier noch lohnt. Ich würde fast sagen, die hier. Entwicklung der Eisenverarbeitung. Oh. Köln hat globaler Handel gefördert. Ja, wir gehen mal Ja, hier hin. gut. Alexandria mache ich das Ganze noch. Komm, wenn Köln das schon fördert, dann fördere ich das jetzt auch. Globaler Boah. Handel gefördert. So. Jetzt gehen wir Das mal hat noch. mir jetzt ein mehr gebracht. Jetzt gehen wir mal noch in die Bucht von Und Fundy. das. Jawohl, und schicken jetzt unsere Armee nach Woolystock. Und da werden wir Bayern. jetzt noch einen Kolonisten hinschicken. Und genau. Einfluss übertragen. Da müsste ich jetzt eigentlich noch mehr Geld abschöpfen. Weißt du Hier was? von Alexandria. Weißt du, was lustig ist? Ich habe derzeit 78 Prestige und ich verliere nur davon jedes Jahr 0,06. Das ist ja wirklich verrückt. Ich verliere 1,73. Ja, ich würde mal sagen, das sieht bei mir sehr gut aus mit dem Prestige, oder? Und ich würde auch sagen, Mit dass wir dem langsam Prestige, ja. die Folge beenden. Ich werde nochmal schauen, ich baue nochmal einen Übungsplatz, der sich lohnt. Bevor du die Folge beendest, würde ich ganz gerne gucken, wie ich hier den Handel umleiten kann. Dann mach das mal noch. Richtung Wien. Man hört dich nämlich Ragusa. mittlerweile nur doch rauschen fast. Mal Deswegen. so rum. Ne. So. Vorher nicht. Oh mein Gott, die Protestantische Union. Wer ist nochmal alles protestantisch? Ja, wow, Nicht Dänemark. viele. Sind echt nicht viele. Schlesien, Schlesien, Sachsen, Magdeburg, Sachsen, Lothringen. Lübeck, Lüneburg, Ja gut, Dänemark, Großbritannien halt noch. Lothringen, Nassau, Boah, GB wenn und ich du. neutral bleibe, würde ich 30, dann verliere ich 30%. 30%, 30 Prestige. Tja, was mache ich denn? Beitritt vorbereiten oder neutral bleiben? Vielleicht musst du irgendwann gegen mich kämpfen, wenn du neutral bleibst. Wieso? Wenn ich neutral bleibe, dann doch, muss ich doch nicht gegen dich Quatsch, kämpfen. wenn du, Wenn ich wenn beitrete. du, ich meine ja, wenn du Ja, beitrittst, ich habe jetzt mal genau. gesagt, ich bleibe neutral. Aber wir spielen ja eh ohne DLCs, deswegen gibt es ja gar keinen 30-jährigen Krieg oder ähnliches. So. Hast du jetzt dein Ziel hier erreicht mit dem, was du machen wolltest? Handel? Nicht ganz, aber das schaue ich mir irgendwann anders nochmal an. Okay, Ich dann. leite den Handel jetzt von Alexandria nach Ragusa und von dort aus weiter nach Wien. Das bringt jetzt noch nicht so viel, aber wenn ich Alexandria hier noch im Handel weiter hinkriege, dann sollte das schon was bringen. Ja, wunderbar. Gut, dann beenden wir an der Stelle mal die Folge. Ich hoffe, dass ich bis zur nächsten Folge wieder alles hinbekommen habe, dass wir wieder deutlich bessere Qualität haben, dass wir Gamer nicht ganz besser verstehen und dass alles viel flüssiger läuft. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass das klappt. Also, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, euer Gaius Julius Caesar und euer Game Allianz 24. Tschüss, tschüss.